Hallo Freunde, willkommen auf unserem ATEC-Kanal zu einem weiteren Thema. Heute zeigen wir euch ein Video über Wasserstoff und seine Rolle bei der Energiewende. Forschern ist ein großer Durchbruch bei Technologien gelungen, die Wasserstoff beinhalten. Aber was wird sich dadurch im täglichen Leben ändern? Und warum sind diese Entdeckungen so wichtig? Bevor wir diese Fragen beantworten, solltet ihr den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Los geht's! Wasserstoff ist das am weitesten verbreitete und am häufigsten vorkommende Element im Universum. Es verbindet sich leichter mit anderen Elementen. Aus diesem Grund ist er ein wichtiger Energieträger. Viele Bereiche interessieren sich für dieses Gas. Er kann ein wichtiger Bestandteil einer Brennstoffzelle sein. Es kann dazu beitragen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Wenn man es in eine Brennstoffzelle einbringt, entsteht bei der Reaktion nur Wasser. Aber warum ist diese Technologie noch nicht weltweit verbreitet? Der Hauptgrund ist, dass es aus anderen Elementen gewonnen werden muss. Derzeit gibt es zwei Methoden zur Herstellung von Wasserstoff. Die erste besteht in der Reformierung von Erdgas mit Wasserdampf. Diese Technik ist am einfachsten und kostengünstigsten zu realisieren. Die besteht darin, eine Reaktion von Methan mit Wasser zu erzeugen. Bei dieser Reaktion entstehen Wasserstoff und Kohlendioxid. Auf den ersten Blick scheint das Verfahren wirklich einfach zu sein, aber es gibt immer einen Haken. Das Ziel der Verwendung von Wasserstoff ist es, den Ausstoß des Treibhausgases zu reduzieren. Nun habt ihr sicherlich bemerkt, dass das Reaktionsprodukt CO2 enthält. Dabei handelt es sich um ein Gas, das zum Treibhauseffekt beiträgt, aber es gibt Verfahren, mit denen man kohlenstofffreien Wasserstoff herstellen kann. Das ist ein umweltfreundlicheres Element. Dazu fängt man das erzeugte CO2 ab und speichert es für andere Zwecke. Dies führt uns jedoch wieder zu einem anderen, viel realeren Problem. Erdgas ist fossile Energie. Es ist nicht unbegrenzt verfügbar. Irgendwann werden die weltweiten Reserven erschöpft sein. Außerdem werden fast 95% der weltweiten Dehydrogenproduktion über Erdgas abgewickelt. Bei dem derzeitigen Bedarf könnte das Erdgas schon lange vor den Schätzungen erschöpft sein. Dies führt uns dazu, die zweite Methode zur Herstellung von Wasserstoff zu beobachten. Bei dieser Methode wird Wasserstoff aus Wasser gewonnen. Es handelt sich dabei um die Reaktion der Elektrolyse. Dieses Experiment habt ihr wahrscheinlich schon in der Schule durchgeführt. Es besteht darin, dass Strom durch Wasser geleitet wird. Durch die Reaktion wird dieses Dihydrogen und Sauerstoff aufgespalten. Auf dem Papier klingt das einfach und nicht umweltschädlich. Aber das ist nur die Theorie. Bei einer Produktion in großem Maßstab ist die Situation alles andere als das. Tatsächlich wird eine enorme Menge an Elektrizität benötigt, um Wasserstoff herzustellen. Dies führt zu einer negativen Energiebilanz für diese Reaktion. Der Verlust kann bis zu 60% betragen. Aber das ist noch nicht alles. Die meisten der heutigen Stromquellen werden immer noch aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, läuft dies auf die Herstellung von Wasserstoff mit einer ziemlich hohen CO2-Bilanz hinaus. Um euch zu helfen, die Situation, in der sich Wasserstoff befindet, besser zu verstehen, gibt es einige Klassifizierungen, die ihr kennen solltet. Ihr habt den grauen Wasserstoff, der aus fossilen Rohstoffen gewonnen wird, dann gibt es noch den blauen Wasserstoff, der aus fossilen Quellen gewonnen wird, bei denen das CO2 zurückgewonnen wurde. Ihr habt auch den gelben Wasserstoff, der durch Elektrolyse unter Einsatz von Kernenergie hergestellt wird. Und schließlich gibt es noch den grünen Wasserstoff, der durch Elektrolyse unter erneuerbaren Energien gewonnen wird. Es ist der grüne, der es ermöglicht, die Energieeffizienz des Wasserstoffs zu verbessern. In der Zwischenzeit ist das letzte Problem, auf das wir stoßen, die Speicherung von Wasserstoff. Auch hier stehen die Hersteller vor großen Herausforderungen. Derzeit kann Wasserstoff auf zwei Arten gespeichert werden. Die erste besteht darin, ihn auf 700 Bar zu komprimieren. Die zweite besteht darin, ihn zu verflüssigen. Beide Methoden sind effizient, um eine bessere Nutzung des Wasserstoffs zu ermöglichen. Allerdings wird für diesen Vorgang Energie benötigt. Das bedeutet, dass auch die Verdichtung von Wasserstoff sehr teuer ist. Und schon ist man wieder in einem Kreislauf aus immer wiederkehrenden Problemen. Trotzdem sind Experten der Meinung, dass Wasserstoff ein Schlüsselelement der Energiewende ist. Doch wie soll dies geschehen? Bevor wir dieses Thema weiter ausführen, wollen wir gemeinsam die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff im Alltag entdecken. Die beste Verwendung von Wasserstoff ist immer noch seine Einbringung in die Brennstoffzelle. Eine der Anwendungen der Brennstoffzelle ist der Antrieb von Elektroautos. Sie unterscheidet sich jedoch in einem Punkt von Fahrzeugen, die Lithium-Ionen-Batterien verwenden. Letztere nutzen nur die in der Batterie gespeicherte elektrische Energie. Beim Wasserstoffauto erzeugt die Brennstoffzelle jedoch Strom durch die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff. In einem Punkt ist das Wasserstoffauto einfacher zu bedienen. Es muss nur den Wasserstofftank füllen, um fahren zu können. Es muss nicht wie das Elektroauto mehrere Stunden an einer Ladestation warten.
Wo liegt also das Problem mit dem Wasserstoffauto? Warum dominiert es den Markt noch nicht? Nun, Elektroautos gewinnen immer mehr an Boden. Neben den Kosten für die Herstellung von Wasserstoff stellt auch seine Lagerung im Auto ein Problem dar. Der flüssige Zustand, in dem es gelagert wird, birgt ein Explosionsrisiko. Die Fahrer sind im Vergleich zu Elektroautos nicht wirklich sicher. Trotz dieser Probleme sind die Fachleute zuversichtlich, dass Wasserstoff in Zukunft erfolgreich sein wird. Das Unternehmen Hysata versucht zum Beispiel, die Leistung von Elektrolyseuren zu verbessern. Ziel ist es, den Verlust von Wasserstoff während der Produktion zu verringern. Früher hieß es, dass dieser Verlust bis zu 60% betragen kann. Ob Sie also fossile oder erneuerbare Energienquellen nutzen, das Ergebnis bleibt das gleiche. Man muss diesen Wasserstoffverlust regulieren. Und man muss von der Elektrolyse bis zur Speicherung in der Brennstoffzelle analysieren. Für Hysata hat sie die Ursache für diesen Verlust gefunden. Es handelt sich um die Blasen, die während der Elektrolysereaktion entstehen. Diese Blasen bleiben an den Elektroden haften und verringern so die Effizienz der Elektrolyseurs. Das Unternehmen Hysata sucht nicht nach einer Lösung auf der billigeren Energiequelle. Vielmehr steigert sie die Wasserstoffausbeute. Dazu nutzt sie eine neue Technologie. Es handelt sich dabei um Methoden mit polymeren elektrolytischen Membranen oder PEM. Das Ziel ist es, die Wasserstoffproduktion trotz des Vorhandenseins von Blasen fortzusetzen. Dazu ermöglicht die PEM den Kathoden gasförmigen Wasserstoff zu produzieren. Aber das ist noch nicht alles. Der Kapillarelektrolyt von Hysata verfügt unten über ein Reservoir. Dieser sorgt dafür, dass der Elektrolyt von den Elektroden ferngehalten wird. Erst beim Ansaugen durch einen Zwischenelektrodenseparator kommt es zum Kontakt. Dieser Ansatz ermöglicht die Erzeugung von Gasen, während die brüllende Umgebung ferngehalten wird. Bei den ersten Versuchen wurde ein Wirkungsgrad von 98% erreicht. Im Vergleich dazu bietet ein herkömmlicher Elektrolyt einen weitaus geringeren Wirkungsgrad, der 70-80% abschwächt. Mit diesem neuen Wirkungsgrad gelingt es dem Unternehmen, einen Großteil der Energiekosten zu kompensieren. Auf diese Weise kann die Wasserstoffbranche endlich in Gang kommen. Allerdings sind damit die Probleme der Speicherung noch nicht gelöst. Wenn aber die Sicherheitsfrage nicht gelöst wird, werden sich die Fahrer nicht für Wasserstoffautos begeistern. Auch hier haben die Forscher die Messlatte ziemlich hochgelegt. Sie waren in der Lage, Wasserstoff in einen festen Zustand zu überführen. Diese neue Form des Wasserstoffs ist leichter zu lagern. Sie kann auch nicht mehr explodieren. Das könnte die Welt der Elektroautos völlig revolutionieren. Übrigens sehen sich Giganten wie Tesla durch den Durchbruch des Wasserstoffautos bedroht. Diese Entdeckung befindet sich jedoch noch im experimentellen Stadium. Es wird noch einige Jahre dauern, bis diese Revolution auch bei euch ankommt. Das gibt den anderen Autoherstellern Zeit, den richtigen Weg zu wählen. Vielleicht werden sie ihre Meinung ändern, wenn die Forschung zu konkreteren Ergebnissen führt. Aber bis dahin halten Elektroautos noch einen großen Teil des Automobilmarktes. Es ist noch nicht absehbar, dass sie ihren Platz verlieren werden. Viele Hersteller arbeiten derzeit daran, die Reichweite und die Ladezeit der Batterien zu verbessern. Dies bietet eine spannende Rivalität zwischen den beiden Technologien. Was an sich eine gute Sache ist, denn dieser Wettbewerb könnte zu einer Beschleunigung der Wasserstoffforschung führen. Die Nutznießer bleiben aber zweifellos die Nutzer, die eine größere Auswahl haben werden. Aber wer weiß, wahrscheinlich werden wir auch eine Kombination der beiden Technologien erleben. Die Zukunft wird es zeigen. Unser Video neigt sich bereits dem Ende zu. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Glaubt ihr wirklich, dass Wasserstoff in einer Welt, in der Elon Musk regiert, seinen Platz hat? Hinterlasst uns eure Meinung als Kommentar. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und klickt auf den kleinen blauen Daumen. Bitte aktiviert die Benachrichtigung, um über unsere nächsten Videos auf dem Laufenden zu bleiben. Bis bald auf ATEC.